Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen bei Folgen Keltenhammers Strategiekanal. Wir spielen heute WoT und zwar die tschechische Reihe. Die denke ich wird sich durch die kleine Auswahl an Panzern im Vergleich zu den Deutschen hier eher für ein Let's Play eignen. Und außerdem würde ich sagen, tschechische Panzer. Gute Panzer. Wir haben hier jetzt den Kuschenka. Der Kuschenka, ja, seht ihr, ist mehr ein Kleiderschrank. Groß, breit, schwer, langsam. Dann wollen wir mal in Gefecht. Mal gucken, was wir hier finden. Und kommen gleich in Gefecht rein. Wunderbar. Auf dem Minen, sehr schön. Wie ihr seht, wir sind nicht die einzigen, die mit Tech 1 Panzern fahren. Aber wie ich das richtig sehe gerade, sind wir die einzigen, die mit den Tschechen fahren. Warum auch immer. Weil ich sage immer so schön, tschechische Panzer, gute Panzer. Ja, gleich geht's los. Wir haben hier unten übrigens, haben wir hier panzerbrechende Munition auf der 1, wenn ihr sie sehen könnt. Auf der 2 haben wir die Premium panzerbrechende Munition. Könnt ihr kaufen für Credits, wie die normale Munition, oder aber auch für Gold. So, jetzt mal gucken, vielleicht fahren die hier auch mal weiter. Ey, das ist nicht nett. Hauen wir ihm gleich hier auch mal einen in die Schnauze. Wer denkt, er müsse hier rumballern? Wow, wer von euch war das? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das nennt man doch wahre Spielerfreundschaft. Das ist doch absolut unmöglich. Da kommst du rein in ein Gefecht mit einem Einser. Und was wird gemacht? Du kriegst hier gleich ein Friendly Fire. Wunderbar. So stelle ich mir das vor. Könnt ihr gar nicht besser laufen. Naja, egal. Wir machen jetzt das Beste draus. Das Beste wird vermutlich nicht gut genug sein, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir haben dicke Kanonen. Wir haben hier vorne einen Gegner. Wenn wir den irgendwann auch mal sehen. Und da sind wir weg. Warum auch immer, wer uns hier jetzt getroffen hat, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Gefecht. So, und da sind wir wieder. War klar, Niederlage. Kein Schuss abgegeben, nichts entdeckt. Seht ihr hier Gefechtsleistung, wir haben nichts gebracht. Darum haben wir auch, ich sage jetzt mal, ja, wenn es hochkommt, die Reparaturkosten und ein kleines bisschen Erfahrung, weil wir auf dem Schlachtfeld waren. Gehen wir gleich nochmal rein. Munition. Füllen wir gar nicht erst auf. Bringt nichts. Könnte besser laufen. Naja, mal gucken. Vielleicht werden wir dieses Mal nicht gleich wieder zuerst von Freunden beschossen. Auch eine schöne Karte hier. Kannst du gleich mal rüberballern, sobald du hier genügend geladen hast. Bei den einen Panzern schneller, bei den anderen weniger schnell geht. Ja, was haben wir denn hier? Vor allem Deutsche, Amerikaner, Engländer. Oh, drei Tschechen mit uns zusammengerechnet. Schön, schön. Und ein Schweden? Nein, drei Schweden. Ein Chinesen. Einen Chinesen haben wir noch. Mal gleich mal gucken, dass wir hier möglich gleich was abschießen können, wenn wir Glück haben. Da den da oben, der sieht schön aus. Kriegen wir? Ne, kriegen wir nicht. Mist. Gut, zurück, zurück. Da kommt schon die Panzer. Uff. Meine Güte. Tontauben schießen par excellence haben wir heute hier, oder wie?
Den haben wir schön getroffen. Ja klar, schieb uns nach vorne, weg. Ah. Das sind so Idioten hier. Sorry. Aber das kann es ja nicht sein. Jetzt haben wir hier Schaden kassiert, weil uns der Typ nach vorne gedrängt hat. Gut, wenigstens haben wir einen Abschuss gemacht. Wir waren schon mal nützlicher als in der letzten Schlacht. Das. Jetzt haben wir gerade Glück. Meine Güte, haben wir gerade Glück gehabt. Meine Herren. Ja, das Schlachtfeld, das hat's in sich. Gucken wir. Zielen, Feuer. Weg. Zurück. Wieder ranzoomen. Vor. Na komm. Sei lieb. Sei lieb. Gehen wir halt nach vorne. Ja, Bäume umfahren. Brauchen wir nicht. Stören unsere Sicht. Gucken, das sind zwar die beiden letzten, ne? Ne, sind sie nicht. Ja, hier Zaun fahren wir auch gleich noch um. Meine Güte. Ich fahre wieder wie Schröder mit seiner Katze. Ah, hier hinten steht noch einer. Mal gucken, was haben wir da? Hinten steht auch noch einer. Gut zu wissen. Gehen wir nicht hin. Schnell wieder zurück. Vor, weg. Oh, von hinten, von hinten, von hinten kommt vielleicht noch einer. Jetzt müssen wir. Das war böse. Haben wir jetzt, glaube ich, gerade noch Schwein. Kann sein, dass der MS hier, der Chinese. Ja, genau. Chinese von hinten kommt nicht gut. Das war schlecht. Also hier kann ich nur sagen, meidet die Mitte. Die Mitte ist nicht wirklich geeignet, wenn du keine starke Heckpanzerung hast. Gucken, was macht hier unser Kamerad? Ja, der versucht es hier noch gegen den Schweden. Wird hier drüben aber schon vom Deutschen behakt. Schweden hat er. Ja, der kann nichts mehr reißen. Es sind nur zu viele. Einer hat sogar noch ganze 100. Ja, komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Der holt dich hier sonst und weg. Das war's. Gut. Ja, ihr seht, das kann manchmal ziemlich fesselnd sein, das Spiel. Auch wenn das hier jetzt Tech-Stufe 1 ist. Es muss nicht heißen, dass Tech-Stufe 1 gleich die schlechtesten Panzer sind. Ja, wir haben ein Fahrzeug zerstört. Einen haben wir noch. Ja, das müssen wir nicht erklären können hier, ne? Haben wir vermutlich einfach gesehen. Kann sein. Wenigstens können wir jetzt noch die stärkere Kanone holen. Dann gehen wir doch gleich mal gucken. Ja, holen wir uns doch gleich. Ja. Wenn ihr übrigens auf dem Bild bleibt, dann könnt ihr hier sehen, dass er überall grün ist, außer bei der Tarnung. Gut. 37 mm gegen 47 mm, da müssen wir nicht lange überlegen. Das nehmen wir. Rüsten aus, gehen zurück in die Garage. Holen uns, ja, sagen wir, 50 Schuss. Das reicht fürs Erste. Und da gehen wir gleich nochmal in Gefecht rein. Mal gucken. Kommen gleich nochmal rein. Sieht nicht danach aus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Schlacht wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Nochmal das gleiche Level. Wissen wir jetzt, Tscheche, scheiß Panzerung, werden wir definitiv nicht mehr in der Mitte rumfahren. Das heißt, Rangeplänkel, links, rechts, wenn wir rüberkommen. Also, wie sagt man so schön, Masse schiebt. Wir haben hier neben uns zum Beispiel schon einen, der Medium 1, der wird ziemlich
ziemlich geschoben werden von seiner Masse. Da drüben wieder ein Chinese, der hat einfach schnellere Motoren. Der denke ich wird schneller unten sein als mir. Ja, wir könnten Glück haben, wir könnten Glück haben. Hier gleich mal haben wir ein LT1. Ah nein, nur ein T1. Gut, sehr schön. Lassen wir einen Schweden vor. Upp. Hier bitte keinen unnötigen Gebremse. Zielen. Feuer. Zurück. Wieder vorgeladen haben wir ja. Schön zielen. Schöner Treffer. Das war ein schöner Treffer. Oh, jetzt sind schon zwei. Jetzt sind das schon zwei hier. Sehr schön. Wir zielen. Feuer. Nichts gewesen. Ja. Manchmal läuft's nicht. Jetzt müssen wir aufpassen. Das ist nicht sehr schön. Da kommt nur einer zu Hilfe. Gehen wir nochmal vor. Feuern. Treffer. Sehr schön. So, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Jetzt haben wir noch 9 HP. 9 HP ist nicht wirklich viel. Ja. Ja, was machen wir denn da? Gehen wir mal gucken, vielleicht erwischen wir hier noch einen. Das sind mir hier vorne zu viele. Hier vorne ist keiner. Vielleicht können wir die von hinten sneaken. Zurück. Nachgeladen ist jetzt. Abpraller. Nee, das glaube ich jetzt aber nicht. Das ist hier wirklich abgeprallt. Ui, da hat es was Böse erwischt. Nee, den kriegen wir so nicht. Den kriegen wir so wirklich nicht. Auch nicht. Wir müssen hier ein bisschen zurück. Auch nicht. Gut. Ja, den hat es erwischt von hinten. Schönes Ding das. So. Runde gewonnen. Ein bisschen was Schaden haben wir auch gemacht. 93 Punkte. Mal gucken, was das gibt. Ja, Sieg, 3000 Credits, was haben wir hier noch bekommen? Spartaner, ja, nicht schlecht. Überlebensabzeichen, Überlegenheitsabzeichen, nicht Überlebensabzeichen, okay. 819 Erfahrungspunkte, ja, damit sollte sich was machen lassen, ne? Denke ich mal. Was haben wir denn hier? Ein LTVZ35. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Haben wir genug Credits? Ja, haben wir. So, der Panzer hat jetzt hier einen Elite-Status. Einen Elite-Status kriegt ihr, wenn ihr alles erforscht habt. Ihr müsst es nicht gekauft haben oder ausgerüstet haben. Ihr müsst es nur erforscht haben. Machen wir ohne Besatzung. Kaufen. So, jetzt gehen wir zurück in die Garage. Schicken wir die hier zurück in die Kaserne. Gehen auf den zweiten Panzer. Holen uns das, was wir haben. Den Funker brauchen wir noch. Ja. Gehen wir gleich hier auf die 75%. Die Herrschaften hier rüsten wir noch kurz um.
aufs aktuelle Fahrzeug. 80%. Gut, machen wir. Umschulen. Also ihr müsst nicht immer gleich, wenn ihr einen neuen Panzer kauft, müsst ihr nicht immer gleich auch gleich die zugehörigen Personale haben. Wenn ihr zum Beispiel einen leichten Panzer auf Stufe, sagen wir, 3 habt und ihr erforscht einen neuen Panzer auf Stufe 4, dann, also sagen wir einen leichten Panzer, wenn sie die gleiche Panzerstärke haben, einen leichter zu einem leichten, dann könnt ihr sie eigentlich ziemlich gut übernehmen. Nehmt ihr jetzt aber von einem leichten Panzer auf einen schweren Panzer, dann fangen sie komplett bei Null an. Und wenn sie komplett bei Null anfangen, ja, dann sage ich mal, hast du das Geschenk? Mal noch kurz gucken, was bauen wir hier alles? Erforschen müssen wir nicht, oder? Doch, ist erforschen. Ja, wie wir sehen, hier ordentlich was beieinander. Das ist das A8, was ist denn das? Ah, okay. Gleiche Stärke, aber mehr Schaden pro Minute, geringere Streuung, schnellere Zielerfassung und schnellere Feuergeschwindigkeit. Okay. Ja, würde ich sagen, probieren wir gleich mal aus, ne? Zurück in die Garage. Und ab die Post. Schön, dass wir gleich reinkommen. Und schon wieder sind wir hier. Ja. Ich glaube, das Level hat es auf uns abgesehen. Ich will euch hier die Karten zeigen und die Panzer. Und was bekommen wir? Immer das Gleiche. Dem sagt man Déjà-vu. Déjà-vu sind gut, vor allem wenn sie so enden wie das letzte. Wenn wir gewinnen. Dann haben wir hier schon mal gute Karten. Also ja, wir starten jetzt hier sogar mal von der anderen Seite her. Sonst starten wir immer hier drüben. Ne? Mal gucken, was wir reißen können. Wenn ich das richtig sehe, haben wir sogar schon die ersten Artilleriegeschütze dabei. Erste Artilleriegeschütze heißt Kopf einziehen, Jungs. Das kann nicht gut enden. Hier gleich mal auf Sneaky-Stellung gehen. Wenn der nicht vorbeifährt, reinfährt. Kommt nichts, gut. Oh, da müssen wir weg. Der will sich zurückziehen. Ein guter Rat. Fahrt euren Kumpels nicht in den Weg. Schaut, dass ihr immer genügend Abstand habt, dass sich hier jeder zurückziehen kann. Fairness halber, ne? Kommen sie von vorne, habe ich das Gefühl. Irgendwo. Nirgendwo. Gut. Hat es den gleich erwischt? Nee, hat es nicht. Oder? Ah, komm. Komm zu Papa. Das ist auch nicht gerade die feine Art. Ich stecke hier die Scheiße ein und er holt sich einen Abschuss. Das machen wir nicht mit. Jetzt hat er noch 3 HP. Den holen wir uns jetzt. Ja, okay, holen wir uns nicht mehr. Hat sich erledigt. Dann werden wir uns jetzt hier um die Herrschaften hier kümmern. Das hat gesessen. Das hat gesessen. Den haben wir. Der ist auch erledigt. Gut, weiter. Haben wir auch gut erwischt und der hat uns erwischt. Naja, nichts gewesen. Einen haben wir. Einer ist besser als keiner. Unsere Top-Jäger sind ja noch dabei. Wo haben wir sie denn? Ist es der hier? Kann sein.
Nee, das ist der andere. Panzer 1. Hier, das hier ist ein guter. Der hat schon 3 Abschüsse. Panzer 2 hat hier auch schon 4 Abschüsse. Und hier haben wir noch einen T-45. Der hat auch schon 3. Also, wenn die das nicht reißen, dann. Gut, man muss sagen, die zwei haben schon ziemlich was auf den Deckel gekriegt. Hier haben wir. Komm, zeig dich. Siehst du was? Nee. Kannst du nichts sehen. Hier haben wir eine Arti. Kann böse reinhauen. Wenn sie denn mit umgehen kann. Das hier müsste eigentlich rein theoretisch auch eine Arti sein. Gut, gewonnen haben wir jetzt. Was gibt das Schönste an Punkten? Ja, locker, lecker. Wirkungsfeuer. Hier zwei abgeschossen. Schön Schaden gemacht. Einsatz der Panzerung. Das ist auch immer ganz gut. Sogar einen kritischen Schaden haben wir. Eine Kette haben wir kaputt geschossen. Sehr schön. 873 Erfahrungspunkte und fast 5000 Credits. Ja, da gehen wir doch gleich mal gucken. Was kriegen wir denn dafür? Also wichtig sind immer die Ketten. Die Ketten, die sind das hält einfach das ganze Gewicht. So, kaufen, ausrüsten. Motor für mehr Geschwindigkeit, auch wichtig. Jetzt haben wir noch zweieinhalb, gut 2.500. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich glaube, forschen können wir mal beides. So, jetzt ist die Frage: Holen wir uns das schwere Geschütz oder holen wir uns hier den Turm? Schwere Frage. Ich glaube, wir holen uns das Geschütz. Das Geschütz, das bringt uns mehr. Wartungsfehler. Okay. Wenig Munition. Ja, gut. Da würde ich sagen. Mal kurz in die Forschung rein. Fahrzeugdaten. Nee, Moment. Stopp. Falsch. Hier müssen wir rein. Jetzt weiß ich nicht, haben wir hier die gleiche Feuerkraft? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist die gleiche Munition. Sie sind ja beide 37 mm. Das eine ist einfach eine Skoda A3 und die andere eine Skoda A8. Wir probieren es jetzt mal. Wenn es nichts ist, dann ist nichts. Oh, nee. Wir müssen nochmal auf das alte Geschütz wechseln. Sonst haben wir hier gleich ziemlich böse Probleme. Gut, gehen wir nochmal in Gefecht rein. Kommen wir gleich rein. Komm. Also was ihr immer beachten müsst, vorne die Frontpanzerung ist bei den meisten Panzern immer am stärksten. Eigentlich bei jedem Panzer. Die Heckpanzerung, ja, kannst du vernachlässigen. Was ihr aufpassen müsst, wenn ihr dem Gegner die Front nach vorne richtet, also entgegenrichtet, dass er euch nicht unten in die Wanne schießt. Wenn ihr euch unten in die Wanne schießt, da seid ihr verwundbar. Das kann auch ziemlich böse Schmerzen zubereiten. Vor allem, wenn wir einen Panzerjäger haben. Da kann es sein, dass der einen One-Shot macht, wenn er die richtige Munition drin hat. Panzerjäger, auch sonst allgemein ziemlich böse Teiler. Haben wir jetzt hier kein bei, glaube ich. Ist auch nicht so wichtig. Panzerjäger sehen wir dann vielleicht später nochmal. Wenn ich streame, dann können wir ja mal mit den Deutschen ein bisschen zocken. Wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen gleich hoch, da, und lassen uns da abschießen, oder wir gehen rüber. Ich persönlich bin für drüben, weil ich habe das Gefühl, da kommen die schnellen Panzer, die leichten Panzer, und da können wir vielleicht noch was reißen. Wenn wir Glück haben.
Wenn wir Pech haben, haben wir gleich ein Problem. Dann zeige ich euch gleich mal, wo ihr hier so ein bisschen schön snipen könnt. Also snipen, ja. Ihr so, wenn ihr das Spiel spielt und ihr snipet, gut, könnt ihr machen. Es ist eigentlich mehr ein Deckungsspiel als was anderes. Ja. Ein Panzer, ja, Schuss. Ist nicht mehr da. Gut. Lassen wir den jetzt hier aufklären. Geben hier ein bisschen Deckung. Wir wissen, der war hier. Das heißt, er muss hier irgendwo sein. Oh, das ist böse. Da haben wir nochmal erwischt. Oh, der hat uns böse erwischt. Der hat uns böse erwischt. Jetzt müssen wir warten. Wenn er die Turmsteuerung erwischt, dann ist nicht wirklich gut Zuckerkirschen essen. Turm immer nach vorne. Jetzt haben wir hier eine Überzahl, 2 gegen 1 oder 3 zu 1 sogar. So, jetzt haben wir zumindest mal 2 zu 1. Wo kam jetzt der her? Wo kam der her? Meine Güte, wo war jetzt der? Ah, das war die Artillerie. Mist. Die Artillerie habe ich jetzt nicht mitbedacht. Oder? Ne, es muss die Artillerie gewesen sein. Sonst war hier keiner. Und von da oben können sie uns nicht beschießen. Ne, das war die Artillerie. Definitiv. Naja. Nichts gewesen. Ein Hammer. Das reicht. Das gibt ein paar Punkte. Es gibt ein paar Credits. Und uns hat es hier böse zerdämmert. Ganz böse. Naja, halb so wild. Wir sehen uns wieder im Menü, in der Garage besser gesagt. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wie vermutet, Niederlage. Ein bisschen was hat es gegeben. Wirkungsfeuerabzeichen haben wir auch noch gekriegt. Wunderbar. Und mit dieser kleinen Niederlage würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Wünsche euch eine gute Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Würde mich freuen. Wer mir zugucken will beim Stream, sehr wahrscheinlich Freitagabend ist hier meine Streamzeit. Wir werden sehen. Ich wünsche euch was. Bleibt locker. Fresst nicht zu viele Granaten. Servus.